Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Devil May Cry 2. Im letzten Part hatten wir die Drake wieder besiegt. So. Mal schauen, jetzt sollten wir ja weiter nach oben können. Und natürlich direkt in der Falle. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. So, komm schon. Nächstes haben wir jetzt wieder volles Leben. Und hätten wir die nächste Mission beendet. Speichern. You defeated Warius. There's just one thing left. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Vida Marley. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Was incomplete. But the door to the demon world is... Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Do you want to hear the story about Sparta from Mathieu?
I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Dante. Seems I have to finish him off myself. Mission 13. Der Pfad zur Vergebung geringt mit Blut. Gereinigt mit Blut. Tja, scheinbar hat Dante Arius doch nicht ganz vernichtet. Holen wir uns mal ein bisschen Heilung. Und auch so. So. Ja, und da hat scheinbar drei Lebensbalken. Ist allerdings nicht wirklich stark. Aber Arius war ja noch nie richtig stark. So, komm schon. Erster Lebensbalken ist weg. Das ist gar nicht gut. Ganz schnell den hier auffüllen. Okay. Das hat auf jeden Fall gut Schaden an uns angerichtet. Ja, zum Glück können wir uns ein bisschen zurückheilen. Kurz eine kleine Heilung. Ein kleiner Devil's Trigger Push. So, zweite Lebensbalke ist weg. Oh, komm schon, hat nicht mehr viel. Ja, okay, jetzt macht er noch mal ernst. Allerdings nützt ihm das nichts, denn er ist so gut wie vernichtet. Okay, ist scheinbar noch nicht ganz vorbei. Ist gar nicht gut. Equip, Amulett. Brauche ich dann das Luftherz?
können wir nicht versuchen, ihn beim Fliegen zu treffen. Komm schon, lass dich ein bisschen besser treffen. Ich hoffe, hier hinten trifft er uns nicht so gut. So, komm schon, jetzt wieder eine volle Breitseite. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Okay, ein Lebensbalk ist weg. So, komm schon. Ja, hat nicht mal viel Leben. You must not worry, my dear. I am sure that he will return. Everything is just as it was with Sparta. Oh my. What is it, my dear? Both sides are heads. Heads, I go. Tails, you go. He tricked me, that macho. Thank you.
My job is hunting devils. Devils never cry. I know. He did the same thing. But Sparta did come back. Tja, da hätten wir Devil May Cry 2 auch durchgespielt. Naja, mal schauen, wie es im dritten Teil dann weitergeht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen gespannt. Vor allem, da man noch immer nicht weiß, was jetzt aus Trish geworden ist. Naja. So. Allerdings bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nichts mehr passen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder oder beziehungsweise in Devil May Cry 3. Ciao.